Public Clouds sind ein Angebot, wo Nutzer Cloud Services eben nur nutzen, aber sich nicht darum kümmern müssen, sie selber aufzubauen, zu pflegen, zu warten, Sicherheitspatches einzuspielen und so weiter. Und das ist natürlich gerade in einem Umfeld wie einer Hochschule sehr interessant für Forscher, die sich damit auf ihre ureigensten Aufgaben, nämlich das Forschen, fokussieren können. Als Forscher und Lehrende bin ich auf sehr schnelle Ressourcenbereitstellung angewiesen. Und in meinem Fall ist es konkret so, ich lehre ein Modul Software Engineering, wo im Semester bis zu 160, 200 Studenten in Softwareentwicklungsprojekten sitzen. Und eben für dort einen begrenzten Zeitraum von derzeit circa 3 bis 4 Monaten Ressourcen bereitgestellt werden müssen. Ein Softwareentwicklungsprojekt benötigt in der Regel mal einen Websurfer oder einen Datenbanksurfer, irgendwie eine Maschine, auf die zugreifbar ist. Das muss teilweise sehr schnell gehen. Das heißt, im Softwareentwicklungsprojekt lehre ich den Studierenden, die ja später entwickeln sollen, insbesondere natürlich agiles Vorgehen. Agil bedeutet, dass sie im Projekt mal eben einen Entwicklungszyklus haben können, wo sie sagen, ich brauche für eine Woche schnell mal noch eine zweite virtuelle Maschine oder einen Docker-Container oder irgendwas in der Richtung und das Ganze ist nach 2 Wochen schon wieder beendet. Das kann mein klassisches Rechenzentrum nicht abdecken, diese Agilität, diese Geschwindigkeit. Die Ressourcen sind dort sowohl in personeller Hinsicht, also auch, was die Hardware betrifft, einfach nicht gegeben. Open Telekom Cloud, ein ganz anderes Thema. Dort habe ich die Ressourcen und kann sie nach Verbrauch entsprechend darauf zugreifen. Die Open Telekom Cloud basiert auf einer Open Source Grundlage, auf dem Projekt OpenStack. Und das hat halt den riesigen Vorteil, dass es ein großes Projekt ist, an dem viele tausend Entwickler arbeiten, an dem viele hundert Unternehmen zu beitragen und dementsprechend es einen sehr standardisierten Zugang gibt. Dort kann ich die virtuellen Maschinen, die Docker-Container nach Bedarf in sehr kurzer Zeit mir bereitstellen lassen und die werden auch entsprechend abgerechnet. Eben genau das, was mein Rechenzentrum nicht kann. Darüber hinaus lässt sich über die OpenStack-Architektur sehr bequem im Netzwerkbereich auf logischer Ebene bis in die Hochschule spannen, sodass ich auch die Zugriffsprobleme nicht mehr habe mit Studenten oder externen Partnern wie Firmen, die vielleicht in einem Projekt mitmachen. Wir haben natürlich auch ein großes Interesse dran, dass entsprechender Nachwuchs hier ausgebildet wird. Und genau solche Experten und Absolventen suchen wir natürlich. Und wenn die dann tatsächlich mit realer Technologie geschult werden, ausgebildet worden sind, dann können wir die auch sehr gut in der Open Telekom Cloud und wahrscheinlich auch in vielen anderen Unternehmen gut gebrauchen.